Hallo, mein Name ist Tobi, ich bin Notfallsanitäter und wir sprechen heute über die Wiederbelebung. Es ist erschreckend, aber 64% aller Herz-Kreislauf-Stillstände passieren im eigenen Haushalt. Das bedeutet, die Person, die ihr wiederbeleben müsst, ist wahrscheinlich jemand, den ihr kennt. Ein Familienmitglied, ein Freund, vielleicht auch ein Arbeitskollege. Aber es ist selten ein fremder Unbekannter. Umso wichtiger ist es, genau zu wissen, was du tun kannst und was du richtig tun kannst. Jemand, der bewusstlos ist und keine Atmung zeigt, hat keinen Kreislauf. Das bedeutet, das Blut steht still, nichts im Körper wird mehr mit Sauerstoff versorgt. Das Gehirn ist das erste Organ, das Schaden nimmt. Nach 3 Minuten stirbt das Gehirn unwiederbringlich. Der Rettungswagen, der braucht typischerweise 7 bis 12 Minuten, bis er vor Ort ist. Das bedeutet, die Person mit dem Herz-Kreislauf-Stillstand hat genau eine Chance zu überleben. Und das ist der Ersthelfer, der adäquate Reanimationsmaßnahmen beginnt. Und wie wir das gut machen, das zeige ich euch jetzt. Entweder ihr beobachtet direkt live, wie jemand vor euren Augen zusammenbricht, euer Familienangehöriger, ein Freund oder ein Arbeitskollege. Er kann vielleicht noch zuckende Bewegungen zeigen, nach Luft schnappen und bleibt danach regungslos liegen. Oder wie hier, wir finden eine Person, die einfach regungslos am Boden liegt. Da müssen wir natürlich erst einmal herausfinden, handelt es sich um einen Notfall? Ich gehe also hin, schaue die Person an, sind Gefahren für mich in der Nähe, dann gehe ich natürlich nicht hin. Ich spreche die Person an. Hallo, hören Sie mich, brauchen Sie Hilfe? Keine Reaktion. Dann fasse ich die Person an die Schulter, rüttle ein bisschen. Hallo, wachen Sie wirklich nicht auf? Brauchen Sie Hilfe? Nichts. Keine Reaktion. Das bedeutet, ab hier weiß ich, es handelt sich um einen Notfall und es wäre gut, wenn jemand schon die 112 anrufen könnte. Das mache jetzt aber nicht ich. Ich kann aber jemanden in der Nähe darum bitten. Sie, können Sie bitte die 112 anrufen? Das wäre sehr hilfreich. Und jetzt schaue ich weiter nach meiner Person. Atmet sie überhaupt? Dafür 2 Finger ins Kinn, eine Hand oben an die Frisur. Ich überstrecke den Kopf, sonst kann der Bewusstlose nicht atmen. Und ich höre hin. Hier höre ich jetzt keinerlei Atmung. Das bedeutet, ich muss eine Wiederbelebung starten. Ich muss aber sicherstellen, dass jetzt die Rettungskräfte auch davon wissen und unterwegs zu mir sind. Das bedeutet, bin ich alleine, dann muss ich jetzt mein Handy rausnehmen und selber die 112 anrufen und sagen, dass ich hier eine Notfallsituation habe, nämlich eine Person ohne Atmung. Tipp von mir, stellt das Handy auf Lautsprecher, legt es irgendwo ans Kopfende hin, damit ihr weiter mit der 112 reden könnt, während wir weiter dem Patienten helfen. Wie helfen wir dem Patienten? Naja, er atmet nicht, das bedeutet, sein Herz schlägt auch nicht. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Herz weiter Blut durch den Körper transportiert, vor allem ins Gehirn, damit das Gehirn weiter mit Sauerstoff versorgt wird und die Person überhaupt eine Überlebenschance hat. Das machen wir relativ einfach. Wir öffnen einfach die Kleidung. Wir sorgen für einen möglichst freien Oberkörper, auch schon damit wir uns Kraft sparen. Denn wir haben das Ziel, da wo das Herz liegt, hier in der Mitte vom Brustkorb, das Herz zu komprimieren, indem wir draufdrücken. Es sorgt dafür, dass der Patient, die Person auf einem harten Untergrund liegt, nicht auf einer weichen Matratze. Das bringt nichts. Geht mit den Knien, schulterbreit, direkt bis zur Person hin. Nehmt euren Handballen, legt ihn mittig auf den Brustkorb. Mit der zweiten Hand umschließt ihr eure erste Hand. Streckt eure Arme durch. Und dann beugt ihr euch so weit nach vorne, bis eure Arme senkrecht zum Boden stehen. Und dann müsst ihr einfach nur mit dem Oberkörper nach unten gehen, ungefähr 5 cm tief,
Und das ungefähr 100 Mal in der Minute von der Geschwindigkeit her. Ihr hört damit natürlich nicht auf, bis der Rettungsdienst kommt. Das sieht dann ungefähr so aus. Achtet darauf, immer möglichst wieder zu entlasten, nicht die ganze Zeit auf den Brustkorb gelehnt bleiben, sonst wird das ineffizient. Wirklich schön 5 cm reindrücken und komplett entlasten. Solltet ihr Probleme haben, 100 Mal in der Minute als Geschwindigkeit im Blut zu haben oder im Rhythmus zu haben, merkt euch ein Lied wie von den Bee Gees, Staying Alive, das hat exakt den richtigen Rhythmus. Ihr seht, das Ganze wirkt sehr, sehr hart. Das bedeutet, es kommen auch immer wieder Fragen auf. Kann ich da etwas falsch machen? Tue ich dem Patienten damit weh? Die Antwort ist ganz einfach. Nein, ich kann nichts falsch machen. Sollte der Patient Schmerzen verspüren und Lebenszeichen zeigen und euch sagen, hey, was machst du da? Dann hat mein Ansprechen vorher nicht richtig funktioniert und ich höre einfach auf und entschuldige mich dafür. Das ist aber etwas Gutes. Es kann natürlich auch sein, dass hier eine Rippe mal Schaden nimmt, vielleicht sogar bricht. Aber auch das ist alternativlos. Ohne diese Kompression auf den Brustkorb werde ich keinen Blutfluss erzeugen und der Patient hat keine Überlebenschance. Kümmert euch nicht um eine Beatmung, außer ihr beherrscht das wirklich. Die Beatmung können wir die ersten 10 Minuten auf jeden Fall vernachlässigen. Und in der Zeit ist dann der Rettungsdienst schon da. Diese Thoraxkompressionen sind anstrengend. Habt ihr jemanden in der Nähe, zum Beispiel die Person, die vorher den Notruf gewählt hat, dann sagt, wenn ihr erschöpft seid, sagt, hey, ich kann nicht mehr, kannst du mich bitte ablösen? Und dann macht die andere Person weiter. Das 10 Minuten gut zu machen, ist richtig anstrengend. Also nehmt es euch nicht irgendwie ernst, sagt, kannst du mir bitte helfen? Und der andere übernimmt. Was kann ich noch machen? Naja, wenn die andere Person da ist und ihr wisst, ein Defibrillator ist in der Nähe, dann schickt diese Person los, eben diesen zu holen. Auch der hilft. Ansonsten hört ihr nicht auf, bis der Rettungsdienst kommt. Eventuell macht es noch Sinn, die Haus- und Wohnungstüre zu öffnen, damit der Rettungsdienst einfacher zu euch hinkommt und ihr diese Herzdruckmassage nicht unterbrechen müsst. Solltet ihr Sorgen haben vor Infektionskrankheiten zum Beispiel, dann empfehle ich euch Folgendes. Nehmt ein Tuch oder vielleicht auch ein T-Shirt, irgendwas, was ihr zur Hand habt, und bevor ihr den Thorax komprimiert, also auf den Brustkorb draufdrückt, deckt ihr Mund, Nase und das Gesicht der Person ab. Somit entsteht hier kein Luftaustausch und ihr seid mehr geschützt. Und dann komprimiert ihr den Brustkorb. Wenn ihr die Beatmung probieren wollt, beherrschen wollt, dann empfehle ich euch den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses. Dort wird euch das gezeigt, wie das richtig funktioniert, und damit könnt ihr zum Vollprofi werden. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Wir sehen unsere regungslose Person und jetzt überprüfen wir, handelt es sich überhaupt um einen Notfall? Wir schauen die Person an. Wir sprechen die Person an, versuchen eine Reaktion zu erzeugen. Wir fassen die Person an der Schulter an, rütteln, fragen, ob sie Hilfe braucht. Und jetzt reagiert sie nicht. Ab jetzt wissen wir, es handelt sich um einen Notfall. Ab jetzt wäre es praktisch, wenn eine zweite anwesende Person die 112 anrufen könnte. Wir machen das noch nicht. Wir überprüfen, atmet die Person normal. Dafür nicht vergessen, den Kopf zu überstrecken, hören und schauen, ob der Brustkorb sich hebt und senkt, und atmet sie nicht normal, dann sind wir in der Wiederbelebung. Normal, nehmt es nicht zu ernst. Wenn ihr euch unsicher seid, ob eine Atmung normal ist, dann geht lieber davon aus, dass sie nicht normal ist. Es kann sein, dass der Patient, die Person nach Luft schnappt.
Und das ist keine normale Atmung. Eine normale Atmung ist genau das, was ihr gerade habt. Wenn die Atmung nicht normal ist, dann müssen wir jetzt sicherstellen, dass die 112 gewählt wurde. Hat es hier keiner getan, dann ist es jetzt unsere Aufgabe. Wählt an eurem Handy die 112, nehmt euch meinen Tipp zu Herzen, stellt das Handy auf Lautsprecher, legt es am Kopfende der Person hin, damit ihr mit der Leitstelle dem Kollegen reden könnt, er euch Tipps geben kann, ihr aber gleichzeitig die lebensrettende Maßnahme starten könnt, die diese Person jetzt gerade benötigt. Nämlich die Thoraxkompressionen, die Herzdruckmassage. In Höhe, mittig auf dem Brustkorb, über dem Herz, 5 cm tief drücken in einer Geschwindigkeit von ca. 100 Mal pro Minute. Dran denken, die Person muss auf einem harten Untergrund liegen, sonst bringt das alles gar nichts. Macht den Oberkörper frei, aber verhudelt euch nicht. Wenn das T-Shirt nicht hochgezogen geht, lasst es unten. Wichtig ist, ihr drückt auf dem Brustkorb drauf rum. Sollte eine zweite Person vor Ort sein, darf die gerne einen AED, einen Defibrillator, holen, wenn sie weiß, dass einer in der Nähe ist. Und bin ich zu erschöpft? Dann bittet Umstehende, euch bei der Herzdruckmassage abzulösen. Ihr müsst euch nicht bis zur Erschöpfung und zur Bewusstlosigkeit verausgaben. Das Wichtige ist, dass der Brustkorb komprimiert wird, 100 Mal pro Minute, ausreichend tief, entlastet den Brustkorb auch richtig. Es gibt quasi nichts Tragischeres in meiner Arbeit als Notfallsanitäter, in so eine Situation zu kommen und festzustellen, die Person ist wiederbelebungspflichtig, also benötigt diese Herzdruckmassagen, und die Umstehenden machen das nicht. Denn jede Minute ohne diese lebensrettenden Herzdruckmassagen senkt die Überlebenswahrscheinlichkeit von dieser Notfallsituation für diese Person um 10%. Und der Rettungsdienst braucht 7 bis 12 Minuten. Sind wir nach 10 Minuten da und es hat noch niemand mit dieser lebensrettenden Maßnahme begonnen, dann sind die Chancen nahezu null. Hier kommt es also auf euch an, auf den Ersthelfer. Wollt ihr mehr über die Anwendung des Defibrillatoren wissen? Dann schaut euch das Video Defibrillator anwenden in unserer Playlist Notfall und Erste Hilfe an. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.